Bitte. Danke. Also formuliere ich meine Frage halt anders. Das Privatleben von meinem Chef hat mich nicht interessiert. Eine Vermutung vielleicht? Eines weiß ich genau. Ja? Mein Typ war jedenfalls nicht. Ich stehe auf andere. Soll ich Ihnen auch mal was sagen? Ja, was? Ich würde gerne das Büro vom Herrn Zartmann sehen. Diesen Kalender da, den würde ich gerne mitnehmen. Dürfen Sie das überhaupt? Herr Zartmann wird es ja nicht mehr merken. Sagen Sie, was können Sie mir denn über die finanzielle Situation der Firma sagen? Bedauere, aber da müssen Sie unseren neuen Chef, den Herrn Dvorak, selbst fragen. Den neuen Chef? Wie war denn das Verhältnis vom Alten zum Neuen? Von Verhältnis hat in der letzten Zeit keine Rede mehr sein können. Hat es da Streit gegeben? Warum ist es da gegangen? Fragen Sie ihn doch selbst. Ich muss mich doch sehr wundern. Da kommt Jahr und Tag kein Besuch und dann gleich so eine attraktive Frau mit offensichtlich zur Schau getragenen Reizen. Und warum wollen Sie mich reizen, Frau? Berger, ich möchte gern Bilder kaufen. Sie wollen ein Geschäft machen, also machen wir ein Geschäft. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen das Bild für 40.000. 10.000 Rest, 5.000 für Sie. Ich will dafür nur ein kleines Dankeschön. Und wie sieht dieses Dankeschön aus? Ich will meine Hand für einen kurzen Moment auf Ihren Schenkel legen. Und an Ihnen schnuppern. Professor Leiser, ich habe einen Anruf für Sie im Sekretariat. Ich habe versucht, Sie zu verbinden, aber es klappt nicht. Ja. Ich komme, Frau Kollegin. Nonnemonilgesit. Was machen Sie denn hier? Schüler haben zum Lehrerzimmer keinen Zutritt. Ja, bei uns in der 8. ist das Gerücht aufgetaucht, dass die erste Stunde entfällt. Ja, dem wollte ich auf den Grund gehen. Hier steht aber nichts. Aha. Na gut. Danke, Frau Professor. Oh la la, mach du Champagne. Sehr zu empfehlen. Hat so eine zart animalische Komponente. Fein strukturiert mit einem traumhaft langen Abgang. Très bien. Das nehme ich auch. Verzeihung, sind Sie Franzose? Sprechen Sie Französisch? Leider nein. Oh, no. Oui, oui. Naturellement, ich bin Franzose. Wirklich? Wissen Sie, das sind die einzigen Menschen, die wirklich etwas vom Essen verstehen. Mm-hmm. Im Moment ist ja die italienische Küche sehr in. Aber gegen die französische Haute Cuisine. Ein Herr Boris Berger? Oui, oui. Oui, das bin ich. Merci. Hallo? Ah, Chérie, ich bin schon da. Ah, es geht ihm besser, sehr gut. Du bleibst wie Bernard? Schade. Ich dich auch. Au revoir.
Probleme. No, no, buddy, du.